nächsten Spieler des Gegners spielen. Wir machen in der Zeit mal das Plugschnippern und auch natürlich das Versorgung. Das ist Supply. Dingenskirchen oben. Ups, 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 ups. Im Chat auf jeden Fall geht die Action ab, das gefällt mir. Sehr, sehr schön. Neue Zuschauer, na, ein bisschen wenig, ne? Mach mal ein bisschen Werbung hier, Leute. Dass wir voll so Fame werden und so, weißt du? So 200-300 Zuschauer Minimum bei jedem Cup. Das wäre doch schon was Feines. Die beiden Gegner sind sich gegenüber. Close Air Position kann man ja schlecht sagen auf dieser Map, denn hier ist alles relativ gleich. Und ich bin gespannt, was ein Held hier aufhört. Wird ein Held ein Dreirax All-In versuchen? Auf Seiten von Sirius sehen wir jetzt dieses Mal den Nexus First, frühes Gas, das heißt. Der Chat geht ab gerade. So, auf jeden Fall sehen wir jetzt hier das frühe Gas. Das geht. Das wird heißen, sobald der Core online ist, haben wir genug Gas für. So geht es das. Core kommt. Das kann natürlich heißen, dass wir hier einen schnellen Vorgeht sehen werden. Ich bin mal gespannt, was da auf jeden Fall kommt. Bei Einheld, eine Rax. Frühes Gas, Reaper zum Scouten. Höchstwahrscheinlich. Guck mal, wo ist denn der Rally Point? Ach, ich wollte gerade sagen, wo geht denn der Rally Point ganz hin? In die falsche Richtung. Da kommt jetzt die Scout Probe auf Seiten von Sirius. Er will wissen natürlich, was sein Gegner treibt. Oh, das könnte ein Reaktor Reaper werden. Weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall, die Probe ist tot. So, Gas, Gas, immer noch One Gas. Hier ist der Stalker, ist am Start. Warp-G-Technologie ist unterwegs. Sobald die Warp-G-Technologie bei der Hälfte ist, müssten theoretisch drei Racks drei Gates gerettet werden. Und dann ist es ein perfekter 4-Gate. Ansonsten 3-Gate-Robo. Was natürlich auch geht. Da kommt der böse Reaper an und kickt noch schnell eine Sonde. Ja, Reaper sind böse, Reaper sind nervig. Und perfekt zum Harassen. Muss man einfach mal so sagen. Da werden auf jeden Fall massiv Marines gebaut, da kommt schon die Fax dazu. Weiter werden natürlich Worker gebaut und die Echse auf Seiten von Einheit wurde schon genommen. Also Einheit hat seine Echse vorher durch, bevor Sirius die oben hat. Das heißt natürlich einen kleinen Vorteil auf Seiten von Einheit, wenn es ums Income geht. Dementsprechend gleich hier nochmal zur CC ausbauen. Und ja, wir haben Doppelmühle, Doppelmühle, gleich OP, gleich Ember Income, gleich, ja, Mega und so, ihr wisst Bescheid. Bunker steht hier, Mothership-Kurs dabei, ein Stalker. Er hat der Mothership-Kurs nach vorne geht, ist fraglich. Wenn er den verliert, ist das doch schon nicht ganz so optimal, sage ich jetzt einfach mal. Kostet immerhin 100, 100 und 100 Gas ist doch schon. In so einem frühen Spielverlauf recht viel. Ich muss mich mal anders hier hinpflücken. So, oh, da wird hier der Mule versucht zu kicken. Drei Reans sind da. Gehen näher ran. Werden die Reans es schaffen? Ah, der Kuran kommt wieder. So gerade eben. Jetzt sehen wir hier Widow Mines, die sich hier vor dem Bunker einbuddeln. Was da?
Und der eine Mule ist nicht down gegangen, zum Glück. Jetzt haben wir hier die Stalkerhunde, sie warten. Reaper lockt sie und... Ah, Widowmine, nicht losgegangen. Ganz, ganz haarscharf am Rand gewesen. Was sehen wir jetzt zwischendurch? Die erste Banshee. Ach, Raven. Und es werden weitere Fucks geaddet. Ja, das frage ich mich auch gerade, was das genau werden soll. Da bin ich nämlich auch überfragt. Sieht man selten Early Raven. CT getauscht und Safe Mech BO. Jetzt wird hier alles irgendwie hin und her geswitcht und getauscht und geliftet. Das heißt, wir haben hier gleich zwei Fucks an den Tech Labs für Doppeltanks. Für mich persönlich eine BO, die ich vorher noch nie wirklich gesehen habe. Raven, Tank, ein Raven, um natürlich die T's aufzudecken, muss man nicht unbedingt Rocket Tower vorne hinstellen. Und hier sehen wir jetzt den Reaktor für Vikings oder Medivacs bei Medivacs. Okay, wir haben Hellbats am Start mit dem Blue Flame Upgrade. Ja, ich habe den Bild auch noch nie gesehen und ich habe schon eine Menge Games gecastet. Man hat gesehen, auch schon von ein Held. Und, ach, ich wollte gerade sagen, was ist das denn hier für eine komische Rax, die hier so hinten so abseits steht. Das ist die Scouting-Rax, welche nicht verwendet wird. Das Problem ist, wenn man die jetzt verliert, kann man erstmal keine weiteren Factories adden. Und ja, das ist nicht ganz so optimal. Auf jeden Fall sehen wir hier ziemlich groundlastig das Ganze. Tanks und auch die Battle Hellions können nicht in die Luft angreifen. Wobei sein Gegner spielt halt keine Luft. Das sind nur die Marines, die hier den Mothership Core jetzt zusetzen können. Opsi ist auf dem Weg. Auch der Opsi kann nicht gekickt werden. Was wollen wir dazu sagen? Hat ein Kolossi, drei Protektoren und vier Stalker, vier Bersis. Bin mal gespannt, wie weit er mit den Units jetzt kommt. Wie gesagt, das Ganze... Opsi ist da mit dabei, wie gesagt. Da kommt der erste Hit des Tank, einer der Tanks. Hat aber noch keinen Kill gemacht. Aber das wird sicher noch kommen. Und da geht der Opsi down. Sehr, sehr schön. Wenn jetzt hier umgetankt wird auf R, könnte das sehr gefährlich für Einheit werden. Denn wie man bekanntlicherweise weiß, sind Phasengleiter einfach scheißen OP gegenüber Terran-Spieler. Also wirklich scheißen OP. Und jetzt hat er... Oh, da wollte er reindroppen, hat aber nicht geklappt. Wurde gespottet, das Ganze. Versucht jetzt wahrscheinlich von der anderen Seite nochmal. Wobei, wir haben hier eine defensive Cannon stehen und... Ja. Hellbats werden reingedroppt. Wollen natürlich jetzt erstmal die Cannon kaputt machen. Jetzt kommt wieder Load in. Ah, hat Medivac plus... Hat ein Medivac plus zwei Hellbats verloren, also nicht sehr effizient das Ganze. Hat jetzt gesehen, oh, da steht eine Rax und wenn die Rax down geht, ja, ist das natürlich ein kleiner Verlust. Denn es können erstmal weiter keine weiteren Fucks geaddet werden. Und meine Zigarette ist schon wieder ausgegangen, weil ich einfach zu viel rede. Wie Draw Tank Marvel soll ich denn machen?
Jetzt kommt der Push mit den Hellbats und den Tanks. Werden jetzt erstmal ausgesperrt, da soll erstmal nichts reinkommen. Ein Held entscheidet sich einfach mal um, den anderen Weg zu nehmen, zur anderen Echse. Also wieder wahrscheinlich hier jetzt Stress machen. Und Sirius stellt sich in der Mitte auf, um überall doch relativ schnell hinkommen zu können. So, die Units gehen nach vorne. Und da kommen die Tanks und alles kommt rein. Platzieren sich jetzt, siegen und das könnte gefährlich werden. Also da gehen gut Verluste rein. Oh mein Gott. Okay, wir gucken uns das mal an. Die haben eine Raucherpause. Immer so. Und da wurde die vierte Echse, beziehungsweise dritte Echse, denied. Weil da werden immerhin immer mehr und mehr und mehr und mehr Tanks geaddet, plus weitere Hellbats. Hellbats sind zwar nicht so stark gegen die Kolossi, aber okay. Mittlerweile der erste Archon am Start. Archon auch mit Splash Damage, vor allem gegen biologisch. Ja, die zählen aber glaube ich nicht als. Doch, die zählen als biologisch. Leicht biologisch, mechanisch. Sie sind einfach alles auf einmal und. Ja, das ist doch schon mal scheiße. Da geht die Cannon down. Unten ein tonnenweise gesiegter Tanks. Seeker Missile auf den Archon. Ah, abgeschmiert. Oh, schade. Tanks sieht schon wieder dutzendweise. Oh, ein Storm mitten in den Tanks rein. Das ist natürlich sehr, sehr bitter. Oh, und... Ah, sehr schön noch den Kolossi gefokust. Jetzt wird der nächste Kolossi noch aus Korn genommen. Schafft das eine Hero Viking es noch? Nein, oh mein Gott, das... Oh mein Gott, 7. 7 hat der Kolossi noch. Jetzt gehen die Tanks nach vorne. Siegen. Und nehmen hier mal ein bisschen hier das Gas aus Korn. Wollen jetzt reingehen. Und ein Held verliert seine Tanks. Ein Tank steht noch. Hellbats kommen nach. Das liegt nur an dem einen Kolossi. Der eine Kolossi, der regelt das jetzt noch, ey. Oh mein Gott, nur weil er einen einzigen Hitpoint noch hat. Also wirklich. Jetzt lernen sich natürlich die Schilde in der Zeit wieder auf. Wir gucken uns mal kurz an, was hier so an Tank ansteht. Level 2er. Death und Attack Upgrade für die Mech Units, dazu der Mobius Reaktor. Wer hätte die Anfangsenergie der Pew Pew Ghosts erhöht? Und diese dann natürlich speziell gegen die Archons ausgerichtet sind und auch gegen die Unsterblichen. Denn Tanks machen an Unsterblichen einfach nur 10 verkackte Schaden und ein Immortal kann so extrem viel ausrichten gegen Tanks. Das ist wirklich unglaublich. Die Hellbats dahingegen machen 20 Schaden und 33 gegen leicht. Also auch 10 Schaden nur. Immortals sind doch schon extrem, wenn es darum geht, einfach zu überleben. Zumindest solange sie die Schilde haben. Ein Held auf jeden Fall übersehen. Hat sich hier eine neue Echse genommen, hat sich die Echse mittlerweile genommen. Und auch hier oben wird die Echse sich gerade geholt. Das heißt, ein Held hat hier den Endkampfvorteil, hat mehr Supply. Sirius kommt einfach nicht ran, aber die Armee von Sirius ist einfach so geballt stark, dass der Supply-Unterschied da nicht so viel ausmacht. Jetzt geht's nochmal mit den Viking-Tanks und alles nach vorne. Und das kann es... Oh, unglücklicherweise von der Seite erwischt.
Oh, massive Storms auf die ganzen Units. Und das hat gesessen. Das hat richtig gesessen. Ein Colossi down. Zweiter muss auch down gehen. Schon wieder. Das ist 7. 5 war da noch. Nächster Colossi down. Ein Colossi wieder mit 2 fucking Hitpoints überlebt. Also, das ist unglaublich. Das ist richtig unglaublich. Dieser eine Hero Colossi. Oder ist das ein neuer? Ich denke mal, das ist ein neuer Colossi gewesen. Aber wieder einer, der mit so gerade eben so überlebt hat. Mittlerweile das Level 1er Schild und Level 3er Tech Upgrade durch. Für die Ground Units. Jetzt werden die zwei Aachens dran geworbt, die das Ganze hier mit supporten sollen. HTs haben keine Energie mehr, also sind sie relativ nutzlos. Da geht man doch lieber bei und holt sich die Aachens an den Start. Aber ein Held hat einfach momentan hier den fetten Income-Vorteil. Könnte sich natürlich jetzt hier auch noch hinsetzen und kann einfach feuchtfröhlich durch die ganze Weltgeschichte exen. Wenn er was verliert, sollte ihn nicht ganz so hart stören. Mule Drops OP bringen das Income einfach, was sie brauchen. Hier kommt nochmal. Aus der Hölle wird das mit dem Mule. Dass das Worker mit nach vorne gehen, ist klar. Dass eine Mule mit nach vorne geht. Nein. Böser Mule, Abzug an die Arbeit. Naja, okay. Ein Blink. Und ein Held geht rein. CG-Tanks diesmal nicht. Bleibt unsieged. Und da kommt das GG von Sirius. Ein Held macht den Punkt. Sauber, sauber. Sauber gelöst, ein Held. Jetzt geht's weiter wieder mit ein Held gegen den nächsten. Und wir kommen zu...